mein Bruder und ich. Er 1,5 Jahre und ich, der Große, 4 Jahre älter. Wir wissen bis heute nicht, warum es am 24. Dezember nicht und nicht dunkel wurde. Der Tisch war besonders schön gedeckt, aber gegessen haben wir fast nichts. Wir wussten, im Zimmer nebenan war das Christkindl und schmückte den Baum. Und wenn es fertig war, läutete ein Glöckchen. Aber das dauerte. Unsere Herzen schlugen uns in den Hals. Als es dann wirklich klingelte, blieben wir vor Schreck wie versteinert stehen. Wir suchten den Blick unserer Mutter. Sie lächelte und nickte. Ich nahm meinen Kleinen und rannte mit ihm beinahe durch die geschlossene Tür. Es war überwältigend. Auf der von Schneeflocken nassen Fensterbank lag ein halb abgebranntes Streichholz vom Christkind. Ich durfte Weihnachten so wunderbar erleben, in einem Traum, in dem nur Kinderherzen sind. Ich konnte in meiner kleinen Welt geborgen leben, so wie in Bethlehem mit Mutter, Vater, Kind. Ich durfte Weihnachten so wunderschön erleben. In unsere Herzen fiel ein heller, warmer Schein. Ich würde heute wirklich alles dafür geben, könnte ich noch einmal dieser kleine Junge sein. Da standen wir nun vor diesem Baum. Ich werde diesen Anblick in meinem Leben nicht vergessen. Mein Bruder stand neben mir, obwohl er noch gar nicht so gut stehen konnte. Er stand da wie so ein Gartenzwerg aus Beton. Und in seinem weit offenen Mund blitzten seine 4 ganz neuen Zähne. Ja, und dann die Geschenke. Natürlich haben auch wir eine elektrische Eisenbahn bekommen. Obwohl, ein bisschen gehörte die auch unserem Vater. Wenn ich damals gewusst hätte, wie diese Geschenke und dieser Weihnachtszauber entstanden sind, ich hätte unsere Eltern aus Dankbarkeit zerdrückt. Ich, der Große, erklärte seinem Kleinen, dass diese wunderschön glänzenden Kugeln am Baum aus Glas und kein Spielzeug sind. Er hat es sogar verstanden. Unsere Katze sehr oft nicht. Ich durfte Weihnachten so wunderbar erleben. In einem Traum, in dem nur Kinderherzen sind. Ich konnte in meiner kleinen Welt geborgen leben. So wie in Bethlehem. Mit Mutter, Vater, Kind. Ich durfte Weihnachten so wunderschön erleben. In unsere Herzen fiel ein heller, warmer Schein. Ich würde heute wirklich alles dafür geben, könnte ich noch einmal dieser kleine Junge sein. Könnte ich noch einmal dieser kleine Junge sein?